Die einen erwarten Riesengeschäfte, die anderen fürchten Gefahren aller Art, zum Beispiel das berüchtigte Chlorhühnchen. Wenn derzeit das Wörtchen TTIP fällt, dann wird leidenschaftlich gestritten. Vielleicht erstmal die Fakten vorneweg. TTIP steht für Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Die EU und die USA diskutieren gerade wieder verstärkt die Details. Ziel ist es, durch den Wegfall von Zöllen und durch die Angleichung von Standards die Geschäfte zu erleichtern. Soweit so plausibel. Aber wenn man sich mal einzelne Standards anschaut, dann merkt man schnell, es gibt gewaltige Unterschiede. Und welcher Standard soll dann in Zukunft zählen? Der amerikanische oder der europäische? Wolfgang Jüngst zeigt am Beispiel eines Unkrautvernichters, wie schwierig die Verhandlungen sind und warum sich jetzt nicht nur viele Verbraucherschützer Sorgen machen. Fast überall kann man sie kaufen. Pflanzenschutzmittel oder Pestizide hat fast jeder Fach- und Baumarkt im Sortiment. Diese Unkrautvernichter sind zwar frei verkäuflich, aber eben nicht im Selbstbedienungsregal. Denn Pestizide haben Risiken. Vorsicht ist angebracht. Deshalb stehen sie im Giftschrank. Deshalb ist Verkaufsberatung wie beim Marktführer Roundup Pflicht. Beachten Sie bitte, dass Sie das Roundup nicht auf versiegelten Flächen wie Hofeinfahrten oder Wegen und Plätzen ausbringen. Da die Kanalisation relativ nah sein kann und das Roundup hat einen Wirkstoff, der nennt sich Glyphosat. Und dieses Glyphosat darf nicht in unser Grundwasser, kann das Grundwasser schädigen. Deshalb muss man beim Spritzen von Glyphosat nicht nur im Privathaushalt, sondern auch in der Landwirtschaft exakt die Verwendungsanweisungen beachten. Glyphosat wird gerade in der Landwirtschaft massenhaft eingesetzt. So sollen Ernte und Ertrag gesichert werden, vor allem beim Maisanbau. In der konventionellen Landwirtschaft geht ohne Pestizide fast nichts. Auch Bauer Bernd Voss in Diekdorf bei Wilster hat schon Glyphosat ausgebracht. Er sieht Glyphosat aber durchaus kritisch. Wir haben in Deutschland eine Zunahme des Glyphosatseinsatzes in den letzten 15 Jahren von 300% gehabt. Wir haben also ein Mengenproblem. Diese Zunahme kommt daher, weil teure Bodenbearbeitungsgänge eingespart werden, wie Pflügen, wie Ecken, weil Ernteerleichterung sich dadurch verschafft wird. Gerade auch in den USA wird in der Landwirtschaft Glyphosat großflächig eingesetzt. Glyphosat in gewaltigen Mengen gespritzt, hat aber Risiken und Nebenwirkungen. Glyphosat wird in der Landwirtschaft in sehr großen Mengen angewendet. Und damit steigt natürlich auch das Risiko von Einträgen in Oberflächengewässer, in das Grundwasser. Es steigen aber auch die Risiken für die biologische Vielfalt in der Ackerlandschaft. Umweltrisiken vermeiden und Umweltschäden vorbeugen. Dieses Vorsorgeprinzip gilt in der EU. Für Pestizide wie Glyphosat etwa gibt es deshalb in der EU auch strengere Standards als in den USA. Der Grenzwert im Trinkwasser liegt in den USA um das 7000-fache über dem Grenzwert in der EU. In Muttermilch wurden in den USA Glyphosatbelastungen gemessen, die bis zum 1600-fachen über dem EU-Grenzwert lagen. Schadstoffe, vor allem auch Pestizide, belasten zunehmend das Wasser. Im Hamburger Klärwerk Kohlbrandshöft etwa werden täglich mehrere hunderttausend Kubikmeter Abwasser geklärt. Die Reinhaltung von Wasser wird immer teurer und aufwendiger. Das gilt besonders für die Aufbereitung von Trinkwasser, wie hier im Wasserwerk Süderelbmarsch. Strenge Grenzwerte sind notwendig, um immer größere Schadstoffbelastungen zu verhindern. Deshalb sind deutschen Wasserversorgern die hohen europäischen Sicherheitsstandards und Grenzwerte wichtig. Deshalb ist eine Aufweichung im Rahmen der TTIP-Verhandlungen mit den USA gefährlich. Der wichtigste Punkt ist der Verbraucherschutz. Wir müssen verhindern, dass Pflanzenschutzmittel, die in den USA eingesetzt werden, wie Glyphosat, mit deutlich höheren Konzentrationen, als sie in Deutschland zugelassen sind, hier hintenrum hereinkommen. In Deutschland ist Atrazin als Pflanzenschutzmittel seit 1991 verboten. Das darf nicht über solch ein Abkommen hintenrum wieder hereinkommen. Um künftige Grenzwerte und Standards in der EU und in den USA geht es hinter Brüsseler Fassaden, wenn über das transatlantische Freihandelsabkommen verhandelt wird. Dabei wollen die USA ihre laxeren Standards durchsetzen. Das belegt ein wieso vorliegendes vertrauliches Verhandlungsdokument des EU-Rates, das als handelssensibel klassifiziert ist. Darin betonen die Amerikaner: Harmonisierte Rückstandshöchstgehalte sind für das Freihandelsabkommen bedeutsam, denn Unterschiede bei Rückstandshöchstgehalten haben eine negative Auswirkung auf den Handel.
Was es bedeutet, wenn unterschiedliche Standards und Zulassungsverfahren im transatlantischen Freihandelsabkommen harmonisiert würden, steht in einem nicht veröffentlichten Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Bei einer Harmonisierung sei zu befürchten, dass in der EU bisherige hohe nationale Zulassungsstandards für Pflanzenschutzmittel aufgegeben werden. Die Bundesregierung versucht den Eindruck zu erwecken, alles sei gut, die schärfsten Grenzwerte werden gelten und das ist einfach nur naiv. Bei den Verhandlungen geht es um Wirtschaftsinteressen und es geht darum, dass die USA ihre Agrarprodukte nach Europa bringen will, auch mit laxeren Grenzwerten dort. Weichen US-Wirtschaftsinteressen also strengere EU-Standards auf? Die Bundesregierung beteuert, das Abkommen werde das Schutzniveau der EU-Standards nicht senken. Es werden auch in Zukunft auf deutsche Felder und auf deutsche Teller keine Produkte kommen, die bei uns keine Zulassung haben. Das können wir garantieren. Scheinbar klare Worte. Aber sie nutzen nichts. Denn im Freihandelsabkommen sollen die USA und die EU ihre jeweiligen Standards wechselseitig anerkennen. Und dann sind eben laxere amerikanische Standards in der EU nicht zu stoppen. Beim Freihandelsabkommen ist es ganz entscheidend, die europäischen Standards festzuschreiben im Vertragstext. Die Europäische Kommission muss hier hart verhandeln und darf auch nicht nachgeben. Die Standards dürfen nicht ausgehöhlt werden und nicht geopfert werden, weil sie unser Vorsorgeprinzip beschreiben. Im transatlantischen Freihandelsabkommen das hohe europäische Schutzniveau absichern. Das wäre schon ein sehr wichtiges Verhandlungsergebnis. Nicht nur für Verbraucher. Vor einer Woche versprach die EU-Handelskommissarin Malmström hier im ZDF im Heute-Journal, dass es durch TTIP keine Verschlechterungen von Umwelt- und Verbraucherschutzstandards für die Menschen in Deutschland geben wird. Wir werden sehen, ob sie sich damit durchsetzen kann. Im Internet bei uns finden Sie viele Hintergrundinformationen zu TTIP und ausführliche Interviews unter viso.de.